Hello and welcome back. My name is Vanessa Blank from Wild Woman Bushcraft. Today I have a special guest for his first overnighter in the woods. His name is Jörg Sprabel. Yeah, and he said this is his first night that he spent in the woods, but we have a very comfortable tent, a tree tent, so the first night will be very, very nice and comfortable, warm and dry, and no insects. Well, actually, the tent is a lot better than what I expected. I expected this to be a night on the end heap with insects crawling over me and rain and so on. But it seems like the weather is going to be nice but cold. So it all depends on the sleeping bag. And also, I think that Vanessa clearly underestimates the loudness of my snore. So I think she's going to have a tougher night than I'm going to have one. Okay, we will see it tomorrow. If you want, stay tuned. Wird. Ja, so hoch müssen wir ja eigentlich nicht. So passt es ja, oder? Ja, sonst kommen wir da drüben eh nicht mehr hin. Ach ja, das. Oh, rastet der dann da ein oder was passiert dann? So, hier ist er drin jetzt. Okay, ja. Oh. Gut. Prima. Das Grundkonstrukt wird fertig. The tent is ready, we only have to bring our sleeping set up, sleeping pad and sleeping bag. And here in front of the tent we make our campfire place, because we want to have a cozy fire in the evening hours, and that's what we're doing now. All the leaves are away now, because we want to have a safe campfire place, and we make researching some rocks. So then we have a safe place. So, hi. We are searching for firewood now. But we are very glad that we don't have to search for a long time, because here is the ground covered with firewood, because this here is the forest from Jörg, and here stand so much beech trees, and there is everywhere that wood, so we want to have tonight a very cozy fire. Kannst du schon anfangen, oder? Okay. Also ich glaube, an Holzvorräten mangelt es uns nicht. Na. Do you see this beautiful yellow mushroom out of the dead wood? We stopped making firewood now, because here is everywhere dead wood laying around, and when this is not enough, we just bake another one later. Our tent is complete ready, sleeping bags and sleeping pads are inside. Here is an extra sleeping bag for the dog, that everyone is warm and comfortable and cozy. Nobody had to freeze this night. Rolfi, gib laut! Ja! Rolfi, gib laut! Na los! Sitz! Gib laut! Fein! It's time to start the fire. It is beginning to getting dark, so we want to have it cozy and warm now. The dog is also ready. And we are all hungry. So, we want to have some meat. Okay. Yes. Let's start it. Meat. Machst du oder soll ich? Wie du willst. Ganz simpel. Mach du mal. Zeig mir das mal. Ja.
Wenn der jetzt ein bisschen größer gebrannt ist, dann legen wir das Reisig ganz locker drauf. Mhm. Wenn das dann durchbrennt, dann die größeren. So you can see the fire is burning very well, and pretty soon we start to cook because I want to have one part of the fireplace with ember and the other part with fire. This is always good for cooking in a small pan, so we will start very soon. Uh-huh. And see how well the dog has behaved. Great camp dog. The first night outdoors. Uh-huh. Uh-huh. Before we have our meat, we have some sweet chestnuts. I really like them because they are great outdoor food. You can also eat them when they are cold, and I think they are very tasty. And yeah, later we have the chicken meat, only the chicken meat with nothing else, but it would be taste very nice. Yeah, I have the opinion that Bavarian beer is the greatest beer. So I've brought some very good beer to our meeting, and yeah, I hope you like it. I like it very much, even though I'm from Dortmund, which is also one of the major big cities, big town, beer cities in Germany. Our beer is a little bit different, but this is very tasty. The chestnuts was really tasty, but now we need some real food. We have some chicken, small pieces, so it will be ready very soon, and this is important because we are all hungry, also the dog, so we want to have some meat. The meat is ready. And this means that we will be complete heavy after eating. We have a warm fire, a cozy sleeping bag, delicious meat, mm-hmm. Everything we need. Von wegen, das wird nicht braun. Guck dir das mal an. Läuft ihn neben. Stimmt, ja, jetzt hier unten. Schon schön. Geholt wie der Müllschlucker. Dem ist das egal, ob der Pantannennadel dabei sind. Das schmeckt nach Fleisch. Das ist die Hauptsache. Gott, ist das gut, wie das schmeckt, ne? Heute bleibt die Küche kalt, Vanessa brät einen Hahn im Wald. Mhm. So, also erst eine sehr allgemeine Frage. Wer bist du und welchen Werdegang hattest du und woher kommt deine Leidenschaft für Slingshots? Okay. Ich bin Jörg Sprabe, bin 56 Jahre alt. Ich bin in Dortmund geboren und habe da viele Jahre lang gelebt und dann im Ruhrgebiet. Ich habe Abitur gemacht in Herdecke, habe in Dortmund und Paderborn Wirtschaftswissenschaften studiert. 1991 als Diplomkaufmann abgeschlossen und habe dann eine Karriere in der Konsumerelektronik gemacht. Als Geschäftsführer und Vorstand von kleinen und mittleren Unternehmen und hinterher dann auch in einem größeren Konzern. Ich habe so ungefähr im Jahr 2008, 2009 habe ich mal angefangen, mich mit dem Thema YouTube zu beschäftigen und habe die ersten Filme hochgeladen. Damals über mein neu entdecktes Steinschleuder-Hobby, mhm. Oder wiederentdecktes Steinschleuder-Hobby, das ich zuletzt als Junge hatte. Und habe dann meinen YouTube-Kanal sukzessive vergrößert als reines Hobby.
bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich davon leben kann. Und dann habe ich die Consumer-Elektronik-Schiene irgendwann an den Nagel gehängt mit so ein paar Rückfällen. Aber im Grunde genommen bin ich eigentlich seit 2013 vorwiegend YouTuber und Experte für gummibetriebene Wurfgeräte. Und also die Leidenschaft für Slingshots hattest du dann als Kind oder als Jugendlicher auch schon? Ja, mein Vater hat mir, als ich vielleicht 5 oder 6 war, beigebracht, wie man sich so eine Steinschleuder baut. Im Prinzip aus einer Astgabel und aus Schlauchgummi. Und ich habe da in meiner Jugend, weiß ich nicht, wie viele Steine mit geschleudert und war zwischenzeitlich auch richtig gut. Habe dann sogar mal eine Zeit lang in der Schule, da war ich vielleicht 10 oder 11, Steinschleudern verkauft. Konnte man bei mir kaufen. Ich hatte also sogar einen Katalog gemacht, in dem ich die verfügbaren Schleudern dann dargestellt habe. Der Katalog hatte natürlich nur ein Exemplar. Das heißt, wenn jemand eine gekauft hat, dann wurde das Modell ausgestrichen und dann musste der Katalog wieder zurückgegeben werden. Aber irgendwann hat dann einer meiner Kunden in der Schule eine Scheibe eingeschossen und dann hat der Direktor mein Geschäft beendet. Was ist das? Und dann habe ich viele Jahre und Jahrzehnte lang an die Steinschleuder nicht mehr gedacht. Dann wurden halt andere Dinge wichtig, ne? Also Mädchen, Mopeds, Ausbildung, Karriere. Und erst als ich eben schon über 40 war, da habe ich das wieder entdeckt. Wie das ja bei Männern oft so ist. Ne? Der eine nimmt halt Modelleisenbahnen und der andere vielleicht, weiß ich nicht, Carrera-Bahnen. Aber ich habe die Steinschleudern wiederentdeckt. Durch Zufall? Gab es irgendeinen Schlüsselmoment? Oder wie bist du da wieder drauf zurückgekommen? Ja, ich war in so einem Forum unterwegs, in so einem Internetforum, in dem also über alle möglichen freien Waffen diskutiert wird. Ich bin da gar nicht über die Steinschleudern reingekommen, sondern, ich glaube, über Luftgewehre oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und habe dann in diesem Unterforum gelesen, dass es eben heute viel besseres Gummi gibt als früher, wodurch die Steinschleudern halt viel, viel besser werden. Und das hat mich neugierig gemacht. Dann habe ich mir da so ein bisschen was besorgt und habe dann auch die ersten Steinschleudern gebaut und habe auch immer erlebt, dass das total viel Spaß macht und dass die wirklich viel besser sind. Also wenn ich solche Steinschleudern als Junge gehabt hätte. Also man darf ja natürlich mittlerweile dann auch die nötige Körperkraft, um die Steinschleudern auch ernsthaft einzusetzen. Dann von dem Moment an habe ich das eigentlich nie mehr losgelassen. Das ist ja jetzt auch schon mittlerweile über 12 Jahre her. Okay. Woher nimmst du die Inspiration für deine Werke? Ich habe ganz viele verschiedene Quellen für die Inspiration. Erstmal bin ich jemand mit viel Fantasie und starker Vorstellungskraft. Aber ich gucke natürlich auch, bin ständig aktiv im Internet, schaue überall, wo die Trends hingehen, schaue auch, was die Leute interessiert. Ich bekomme auch viele, viele, viele Ideen von Fans. Von denen natürlich 90% entweder illegal oder komplett unmöglich sind. Aber es sind eben auch hin und wieder mal ganz gute Ideen dabei, so Challenges, die ich sehe. Auch Filme, also gerade viele so Filme, die so über Mittelalter spielen, die haben dann oft ganz fantastische Ideen für Wurfgeräte. Da kann ich dann sagen, okay, kann ich das mal versuchen in echt nachzubauen, kann das funktionieren? Und von daher habe ich an sich schon ganz viele Inspirationsquellen. Muss natürlich auch immer darauf achten, dass es etwas ist, was die Zuschauer gerade interessiert. Und wie gehst du dann vor? Hast du einen Plan, den du dir zeichnest oder gehst du direkt in die Werkstatt und bastelst frei Schnauze? Ganz selten mache ich mir mal so ein paar Bleistiftskizzen. Einfach um mir so über so einen Mechanismus mal im Klaren zu werden, wie das denn tatsächlich aussehen könnte. Die sind aber völlig laienhaft, denn technisches Zeichnen habe ich nie gelernt. Ich bin ja Kaufmann eigentlich. Ja. Und was ich mittlerweile gut kann, ist Teile aus Holz aussägen. Und meistens mache ich das so, dass ich dann in der Tat die Skizzen direkt auf das Holz mache. Ich arbeite meist mit ganz preiswerten Multiplex, Buchen-Multiplex oder so aus dem Baumarkt. Und, und dann ist es natürlich auch oft so, dass ich dann eine ganze Menge rumbasteln muss, bis das gewünschte Ergebnis da ist. Also oft sieht das Endergebnis auch ganz anders aus, als das, was ich mir am Anfang vorgestellt habe. Wobei ich über die Zeit natürlich auch schon ganz gut geworden bin. Übung macht den Meister. Was sind da deine Lieblingswerkzeuge beim Bauen?
Ich arbeite ganz viel mit meiner Pendelsäge. Mhm. Das, weil, also diese Säge erstmal, kann die unheimlich viel. Und zweitens ist die so präzise. Damit kann ich wirklich engste Radien sägen, ganz kleine Teile aussägen, mhm, in richtig hoher Präzision. Ich kann damit sogar Aluminium sägen, mhm, wenn es nicht zu dick wird, bis 8 mm oder so geht das problemlos. Mhm. Früher habe ich auch Bandsägen benutzt und so, aber heute habe ich das eigentlich nicht, mhm, mehr. Ja, dann habe ich natürlich noch meine Powerfeile von Makita, die nutze ich richtig viel. Ansonsten ist es eher normales Equipment, mhm, Feilen, also Akkubohrmaschinen und so. Ich habe auch eine Drehmaschine, die ich allerdings selten brauche. Mhm. Nicht oft, ganz selten brauche ich die mal. Aber insgesamt würde ich schon sagen, arbeite ich mit sehr, 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 sehr Basiswerkzeugen. Nichts wirklich Ausgefallenes. Mhm. Also alles, was jeder Otto-Normal-Handwerker, Hobbyhandwerker auch zu Hause hätte. Nichts, was man nicht für wenig Geld bei Amazon, mhm, kaufen könnte, mhm, oder im Baumarkt. Allerdings muss man natürlich damit auch umgehen können. Mhm. Dann soll ich dich fragen, wie weit ist die Entwicklung der Taschenmachete? Ja, also die Entwicklung von meiner Seite aus ist im Grunde genommen abgeschlossen. Aha. Ich habe ja ein Holzmodell gebaut, was hervorragend funktioniert. Das habe ich zum Hersteller geschickt. Der Hersteller hat mir daraufhin auch schon, hör mal, hast du gehört? Mhm. Der Hersteller hat mir daraufhin auch schon einige technische Zeichnungen geschickt, mhm, die dann wirklich so ingenieurmäßige Blaupausen sind. Mhm. Und hat mir dann Vorschläge gemacht, was die Materialien und so betrifft. Ich habe das dann auch alles genauso abgenickt. Und als nächstes warte ich eigentlich auf den ersten Prototypen. Mhm. Den werde ich natürlich ganz schön testen, denn bei der Taschenmachete ist es so, dass ich mir schon vorstelle, dass das sehr stabil sein muss. Mhm. Also eine Machete muss hacken können. Klappmacheten können nie so stabil sein wie eine Machete, die einen durchgehenden Erl hat. Mhm. Und deswegen habe ich auch so gesagt, ich möchte gerne eine richtig massive Klingenachse haben. Es muss alles wirklich solide ausgeführt sein. Es muss im Prinzip 10 richtig derbe Hiebe auf einen dicken Holzbalken ohne Schaden überstehen. Mhm. Auch dann wird die natürlich nicht so solide sein wie eine andere Machete. Aber das ist ja auch nicht die Idee bei der Taschenmachete. Mhm. Ich würde mal denken, mit etwas Glück wird das vielleicht in 9 Monaten im Laden sein. Mhm. Aber das ist unverbindlich. Okay. Schauen sich deine Nachbarn noch in den Garten? Also ehrlich gesagt, ich habe nicht viel Kontakt mit meinen Nachbarn. Mhm. Mein Grundstück ist ja Gott sei Dank sehr groß und ich habe überhaupt nur zu einer Seite überhaupt Nachbarn, mhm, mit denen ich ein, sagen wir mal, kein enges Verhältnis habe, aber man sagt sich schon gegenseitig guten Tag. Aha. Ansonsten ist das hier auf dem Dorf für einen Zugereisten nicht einfach, Kontakt mit den Leuten zu bekommen. Ja. Bisher habe ich aber jedenfalls noch niemanden gehabt, der von mir Reis ausgenommen hätte. Das ist doch schon mal gut. Wird die Singer 2 wie geplant geliefert? Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt wahrscheinlich, ich hoffe, vielleicht am Dienstag die nächste Lieferung bekommen. Das sind dann wieder 1600 Stück. Und dann sollen wir nochmal 1600 Stück noch bekommen, noch vor Weihnachten. Und damit würden sich dann die Vorbestellungen, die jetzt immerhin so ungefähr 2700 Stück stark sind, würden sich damit abdecken lassen. Was ist die Singer 2? Das ist die kleine Armbrust, mit der du auch geschossen hast. Ah ja. Die haben wir schon in ähnlicher Form verkauft, aber die Nachfrage so groß, mhm, dass wir jetzt mittlerweile einen Bestellüberhang haben, der ist einfach gigantisch. Mhm. Die Leute, das Ding, jeder will die haben, ja, weil die so geil ist. Was wurde aus deiner Petition gegen Annalena? Hast du die Baerbock gemeint? Ja. Genau. Okay. Ja, die Petition ist ja erfolgreich gewesen. Ich habe ja mehr Unterschriften bekommen, als ich gebraucht habe. Ja. Ich habe mich allerdings entschieden, die Petition noch nicht vorzulegen. Da habe ich ja im Prinzip gefordert, dass sie ihre Masterarbeit veröffentlichen soll, aha, um zu sehen, ob sie denn da sauber gearbeitet hat oder, mhm, ob sie da auch abgeschrieben hat. Weil ich mir denke, dass, so wie die Wahl gelaufen ist, dass das jetzt im Prinzip untergehen würde. Ich, mhm, glaube, dass der richtige Zeitpunkt des Vorlegens das ist, wenn die Frau Baerbock im Zuge dieser neuen Koalition, dieser Ampelkoalition, die, mhm, sich abzeichnet, dann für eine Ministerposition in Frage kommt, mhm, oder sogar vielleicht für den Vizekanzler. Mhm. Und da, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt, weil da bin ich schon der Meinung, dass jemand, der ein so wichtiges Amt übernimmt, sich nicht
Plagiatsvorwürfen entgegensehen sollte. Das könnte die Frau Baerbock ja ausräumen, indem sie ihre Masterarbeit vorlegt. Mhm. Dann können die Leute sie analysieren. Und wenn sie alles richtig gemacht hat, dann ist sie auch, was das betrifft, entschuldigt. Mhm. Dann ist alles gut. Wie lange kann man die pausieren, die Petition? Also jetzt hast du ja die Stimmen zusammen. Das liegt ja an mir. Aha. Also ich beliebiger Zeitraum. Ich hatte kein Ablaufdatum. Ne? Okay. Ich habe die jetzt im Prinzip, die Petition ist zu Ende gelaufen, ungefähr 14 Tage vor der Bundestagswahl. Mhm. Und wenn es jetzt so gewesen wäre, dass es immer noch wahrscheinlich gewesen wäre, dass die, so als ich die Petition gestartet hatte, waren ja die Grünen die stärkste Kraft. Mhm. Und da war schon die Gefahr, dass die Baerbock Kanzlerin wird. Mhm. Und offen gestanden, das geht natürlich vollkommen gegen meine Interessen, denn die Grünen möchten ja alle Waffen verbieten. Mhm. Die Grünen haben in ihrem Parteiprogramm stehen, dass sie den privaten Waffenbesitz beenden möchten. Mhm. So steht das da drin. Und dass sie mit den Schießsportorganisationen reden wollen, sich auf Schießsportdisziplinen zu verlagern, die niemand verletzen können. Mhm. Also da spricht ein Lasergewehr. So, ne, das kann man noch bekommen. Aber alles andere soll im Prinzip komplett verboten werden. Und das will ich nicht. Mhm. Damit kann ich nicht leben. Und eine Partei, die sowas sagt, die gefährdet meine Existenzgrundlage. Mhm. Und deswegen wehre ich mich dagegen. Verstehe. Jetzt war es aber eben so, dass die Wahlergebnisse ja schon so waren, dass die Grünen keine Chance mehr hatten, stärkste Kraft zu werden. Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, vor der Bundestagswahl das jetzt nicht mehr abzuliefern. Okay. Reines Kalkül. Mhm. Ist die Schnellschussarmbrust in Deutschland erlaubt? Ja. Armbrüste sind ja im Prinzip frei, ab 18 Jahren, da hat der Gesetzgeber keine Einschränkung gemacht. Also Volljährigkeit muss gegeben sein. Und ansonsten sind die Armbrüste vom Waffengesetz ja weitgehend ausgenommen. Das heißt, man darf sie frei in der Öffentlichkeit führen, man darf damit schießen, wenn man entsprechend sichere Voraussetzungen schafft. Auch im eigenen Garten, das ist alles zulässig. Und da sagt der Gesetzgeber überhaupt nichts dazu. Also selbst dann, wenn eine Armbrust vollautomatisch wäre und die Schussrate einer Kalaschnikow erreichen würde, dann wäre sie nach jetzigem Gesetzesstand auf jeden Fall frei ab 18. Mhm. hattest du Probleme mit dem Gesetz? Ja, wobei es glimpflich ausgegangen ist in jedem Fall. Ich bin nach wie vor vollkommen ohne Vorstrafen. Ansonsten wäre ich ja auch kein Waffenbesitzkarteninhaber und ansonsten hätte man mir auch keine Waffenhandelserlaubnis ausgestellt oder der Firma, deren Geschäftsführer ich bin. Aber wenn man mit Waffen handelt, sieht man sich ständig irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt. Mhm. Ich hatte also schon viele, viele Ermittlungsverfahren gegen mich, die dann allerdings alle im Sande verlaufen sind, weil sich letztendlich meine Unschuld herausgestellt hat. Ich bewege mich zwar immer am Rand des Gesetzes, aber stets auf der Seite des Legalen, nicht auf der Seite des Illegalen. Ja. Und das wäre für mich auch überhaupt keine Option, weil wenn man mich verurteilen würde, für was auch immer, für die kleinste Straftat, würde ich meine Lebensgrundlage verlieren und das kann ich nie riskieren. Das heißt also, ich halte mich penibelst an gültige Gesetze und deswegen habe ich natürlich ständig mit dem Gesetz zu tun und kenne mich damit aber sehr gut aus. Und bisher, toi toi toi, habe ich also vermieden, dass man mir einen Prozess macht. Mhm. Würdest du auswandern und wenn ja, wohin? Ja, also ich persönlich hatte mir ja schon vor der Apokalypse mal überlegt, dass ich einige Monate im Jahr gerne in den USA verbringen würde, weil in den USA sind die Waffengesetze bekanntermaßen ja sehr, sehr locker. Ja. Und ich könnte da ganz viele Dinge tun, die ich hier nicht machen kann. Aha. Ich könnte also vor allen Dingen mit Feuerwaffen arbeiten. Ich würde zum Beispiel super gerne einen Kanal aufmachen mit dem Thema Waffen des amerikanischen Bürgerkriegs, die nie erfunden worden sind. Und würde dann also mal versuchen, ob ich Sachen bauen kann, die im amerikanischen Bürgerkrieg tatsächlich erfolgreich gewesen wären, mit den damals zur Verfügung stehenden technischen Mitteln und Möglichkeiten, auf die aber nicht gekommen sind. Ja. Und ich glaube, dass das ein großer Erfolg wäre, weil gerade die Amerikaner von ihrem Bürgerkrieg ja sehr fasziniert sind. Und das ist für die auch in der Schule Schwerpunkt der Geschichtsausbildung und alles. Ne? Ja. Also von daher, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil, obwohl das nach wie vor in den USA legal wäre, YouTube würde diese Videos nicht monetarisieren und YouTube würde diese Videos auch nicht mehr zulassen. Ja. Das bedeutet also, ich würde es im Prinzip machen, ohne dass ich dafür honoriert würde. Ja. Deswegen macht das für mich also relativ wenig Sinn,
ganz abgesehen davon muss ich eben sagen, dass meine Ehefrau dort nicht arbeiten könnte, weil sie zwar eine fertige Medizinerin ist, aber die zwar die Ausbildung, aber nicht die Prüfung in den USA akzeptiert würde. Sie müsste sich also im Prinzip den Prüfungen in den USA unterziehen und das ist vollständig undenkbar. Ja. Also von daher wären wir schon allein deshalb nicht umziehen, weil meine Frau da nicht mehr arbeiten könnte. Bestimmt. Ansonsten mag ich die USA sehr, überhaupt gar keine Frage. Ich könnte mir dann schon eher vorstellen, vielleicht mal irgendwann in die Schweiz oder nach Österreich zu gehen, wo es auch lockerere Waffengesetze gibt. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber das würde dann auch bedeuten, dass meine Frau dort eine Arbeitsstelle finden müsste, die angemessen ist. Mhm. Wenn das mal so kommt, dann bin ich nicht böse. Ansonsten lebe ich aber auch gerne in Deutschland. Sitting at the campfire is always peaceful and it is always time to thought about different things in life and just very relaxing. And now we want to go into our tree tent. The night could be very difficult because the dog has his first night outside, first night in the woods. Maybe he doesn't sleep well, we will see. And I also don't know how I will sleep this night. My wife told her that I would snore heavily, which I think is a blatant lie, since I never heard myself snoring. Yeah, I will find it out and I will tell you tomorrow. So you can come now with us into the tent. And we will take a closer look how we sleep tonight. All right. It is not the perfect camera position because the camera is outside of the tent, but it is better to film like this. So, the dog is not sure how where he will sleep tonight. So there is one place left, enough place for the dog. Yeah, we will see. So, what do you think? Can you sleep inside here? It's actually more comfortable than I thought. It feels a little bit like a Lufthansa business class seat. So you're a little bit elevated in the rear, but it's altogether not unpleasant and not uncomfortable. Okay, yeah. We try to sleep now and we will see us tomorrow morning. Good night. Good night. Jörg, do you sleep well this night? I slept like a baby, even though, of course, you can't really turn around like you can in your bed because then the whole thing shakes like, you know, a ship on high seas. But in general, it was actually much more comfortable than I thought. Mm-hmm. So, maybe you can see that I have not such a good night behind me. It was not so silent as normal. I think the dog snored. Yeah, didn't he? It was only the dog. Well, you had been warned. My wife was very graphic about what's going to happen. Mm-hmm. So, the next time my sleeping position is 1 kilometer away. So, maybe we try it another time. A really bushcraft video without tent, sleeping at the ground with all those insects. I'm sure that I will sleep the next time better than you. That sounds like a threat. But I'm actually looking forward to it. Yeah. Looking forward to, and hopefully in some nice weather. Yeah. So, and the food was superb. Yeah. It was really tasty. Yeah. Kind of a smoky element in it that you don't get when you just pan fry it. Mm.
Yeah, it was a really great time. We laughed a lot, and he's a great person. So, oh, whoa! Yeah. I know that, of course. But yeah, I hope you also like this video, and if you want, thumbs up and comment down here. And I hope we see us again in the next video. Have a great time. Bye-bye.